Hier ist die Ranch ja schon. Hilfe! Holy shit! Die Decke. Das war die Decke von dem Baby. Mutter gab sie mir. Wie auch ihre Mutter davor. Außerdem noch dies hier. Der fünfte Talisman. Es fehlen der Puzzle. Sie waren verloren, voller Hassgefühl auf den weißen Mann. Sie beschworen den Geist, um den Feind zu erlauben und Rache zu üben. Aber er ließ sich nicht stoppen. Er war noch sehr hungrig. Hungrig nach Blut. Hey, Itzo ist zurück. Er ist gekommen, um uns alle zu töten. Eure Vorfahren, sie sind die Wächter rund um euer Haus, hm? Sie wussten, es war falsch. Da kehrten sie zurück und beschützten uns vor dem Bösen, das sie befreit hatten. Sie brachten die Existenz her, also muss es einen Weg geben, sie zurückzuschicken in ihre Welt. Sie benutzten ein Ritual zum Öffnen des Portals. Ich kann mich noch an die alten Gesänge erinnern, aber das Ritual kennt schon lang keiner mehr. Ich habe es gesehen. Ich habe das Ritual in meiner Vision gesehen. Los, ich bereite es vor und Sie helfen mir mit dem Ritualgesang. Beeil dich! Ich höre ihn kommen. Ein Feuer. Ich muss ein Feuer anzünden vor dem Haus. Come on! We are badass. Gut, sie macht selber, das ist schon mal eine gute Sache.
Ach Gottchen, ja, das ist das hier gewesen. Das war's. Jetzt die Talisman. Ich muss überlegen, wo jeder der Medizinmänner stand. Na komm! What? Warum ging das nicht? Ich wünschte, ich hätte euch helfen können. Ich hab's wohl vollständig versiebt. Dank dir verstehen wir jetzt, was passiert ist. Das ist viel wert. Wir halten durch und leben mit dem Ding. Und hoffen, dass es einmal wirklich nicht mehr zu uns zurückkommt. Was planst du? Wo willst du jetzt hin? Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, meine Gabe wäre ein Fluch. Ich habe langsam gehofft, dass ich damit auch jemandem helfen kann.
Aber die letzten Tage zeigen, dass das nicht stimmt. Hey, Jody! Du hast nicht gedacht, du müsstest laufen, oder? Hat ziemlich gedauert, aber ich habe es zum Laufen gebracht. Ist deins. Na los. Sieh es als kleinen Dank an. Sehr komisch. Ich habe versucht, sie zu retten. Das Ding zu vertreiben. Ich habe die beiden Sticks nach hinten gezogen, aber es ist irgendwie nichts passiert. Vielleicht hätte ich das die ganze Zeit machen müssen. Naja. Die Trennung. Ja. Cole? Okay, ich nehme auf. Konzentrier dich jetzt, Jody. Du musst mir sagen, ob du etwas Bestimmtes spürst bei einem dieser Objekte. Kannst du was sehen, Aiden? Danke, das ist echt total schön. Mach's auf. Jody. Alles okay? Ja, mir fehlt nichts. Konntest du was sehen? Da war ein kleines Mädchen. Es war ihre Spieluhr. Laura. Ja? Nathan? Okay, ich sag's ihm. Nathan, jemand namens Ryan Clayton will dich sehen. Er sagt, du weißt, worum es geht? Ja. Ich bin gleich wieder da. Haben wir gleich im Schwarze getroffen, oder was? Jody mit langen Haaren. Hey, wo gehst du hin? Warte doch auf Nathan. Na gut. Dauert das noch lange? Ganz ruhig, Prinzessin. Er kommt gleich wieder. Ich finde, Nathan macht... Ich weiß nicht, also... Er ist in letzter Zeit seltsam drauf. Er versucht gerade, Geld für das Labor zu bekommen. Vielleicht macht er sich Sorgen. Du weißt, wie er ist. Ich habe so einen Hunger. Man ist in Pause. Ja, ich habe auch Hunger. Wir müssen mit Nathan mal irgendwo anders hin. Irgendwas Feines. Ständig dieser Cafeteria-Fraß. Weißt du, wer der Kerl ist, der Typ bei Nathan? Keine Ahnung. Ich hoffe, es wird nicht so spät. Ich habe tonnenweise Hausaufgaben auf. Nathan beschwert sich über jede schlechte Note, aber er behält mich immer hier, wenn ich eigentlich lernen sollte. Diese Diskussion führst du bitte mit ihm, Prinzessin.
Oder? Nehmen wir nochmal einen Schluck Wasser. Ist auch nix. Na, da können wir uns hinsetzen. Natürlich so unbequem wie möglich. Dip, 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 yay. Yay. Aufhören. Da geht doch. Jody, kannst du mal herkommen, bitte? Na gut. Hanson! Was ist denn los, Nathan? Ist was passiert? Jody, das ist Ryan Clayton von der CIA. Die Agency will dich als Teil ihres militärischen Schulungsprogramms in Camp Peary. Ryan wird sich ab jetzt um dich kümmern, Jody. Du musst mitgehen, Kleines. Heute. Das verstehe ich nicht. Warum ich? Unsere Einheit hier. Wir unterstehen auch der CIA. Sie haben deinen Fall verfolgt, seitdem du hier bist. Sie wissen, wozu du und Aiden fähig sind. Ich bin kein Kind mehr. Ich bin fähig, allein zu entscheiden. Niemand kann mich zwingen zu gehen. Es ist schwierig, aber du musst das verstehen. Das ist eine großartige Gelegenheit für dich. Du kannst mir CIA sagen, die können mich mal, denn ich werde hier nirgendwo hingehen. Scheiße, hören Sie, Miss Holmes. Ich habe keine Zeit für Ihren lächerlichen, kindischen Blödsinn, okay? Sie können Gift verspritzen, wie Sie wollen, aber Sie werden machen, was man Ihnen sagt. Beleidigen. Geh und fick dich doch. Das war's, wir gehen sofort. Fass sie nicht an. Jody, stopp, und zwar sofort. Ich hole schnell mein Zeug. Nur das Nötigste. Alles andere ist in Camp Perry.